Boing. Ich würde gerne tauschen, aber ich kann nicht rüber. Warum hast du eine Begrüßung, Ricky? So, weitere Runde Codenames. Wir haben im letzten Part gelernt, wie es geht. Jetzt geht's richtig ab. Ja. Geil. Teams werden nochmal neu gemischt. Ey, aber ich alles von ist möglich. Aber Johnny, Alter. Ich und Johnny, Volo. Du darfst mich auch anschreien. Das würde ich sogar gut finden. Ja, aber dann müssen wir jetzt aber nicht anschreien. So süffisanter. Ich kann nicht wechseln. Ich kann nicht wechseln. Kann ja, man kann gerade irgendwie nichts machen, ne? Johnny ist ich ja könnte als Geheimdienstchef teilnehmen bei Blau. Und ja, ich kann auch nicht. Johnny kann ich hier niemanden zurück anscheinend. Kann ich es gerade nicht. Wieso sieht das hier so aus? Wollen wir nochmal neu starten und neuen Raum machen? Nee, ich hab's jetzt, ich hab's. Achso, Nee. Nee, ja, falsch, immer noch falsch. So, jetzt. Jetzt. Okay, dann gehe ich, da darf ich erstmal raten? Ja. Ermittler? Dann bin ich roter Ermittler. Moggy, willst du als Geheimdienstchef rein. Oder soll ich? Ja, ich bin mir Geheimdienstchef. Okay. Oh, ich hab Gott. Nicht so viel Vertrauen in dich als Geheimdienstchef. Hä, wieso denn das nicht? Ich hab voll die Bombenwörter mal gemacht hier, so Vuvuzela und so. Ja, Kram. Vorhin war es okay, aber was mit den letzten Malen, Ricky? Ja, da war ich auch super. Weiß nicht, was du hast. Die alle nicht logisch denken können, kann ich auch nichts dafür. Also, ich merke mir auf jeden Fall, ich darf in diesem Spiel auf jeden Fall nie was googeln, weil das, dass man googeln muss, verrät schon alles. Ja. Ja. Gut, denn, du kannst es ja in Ruhe googeln, darfst du nicht sagen. Ich darf es nur nicht sagen, ja. In dem Fall hast du speziell noch gesagt, ja, Johnny. Das ist eine Wort, das ich Johnny. Nicht kenne. Ja, das ist kompletter Schwachsinn. Drück drauf. Ja? Oh. Drück so, drauf, Mann, drück drauf! Interessant. Da steht Amazonas. Ja, da brauchen wir nur. Ja, das war nie lustig. Das ist einfach. Ich habe gerade überlegt, worüber lacht der Mann. Gibt's Brille? Brille? Und dann wollte man nur Johnny schreiben. Dann war Brille und Amazon. Es gibt Brüssel und nicht Brille. Das ist nah genug dran. Ist doch sehr ähnlich. Ich überlege gerade. Das merken wir anhand des Nachdenkgeräuschs. Ey, Leute, versuchen es einfach mal. Und, mal schauen. Wow. Eldorado. Ich hab keine Ahnung. Perfekt. Also, ich würde das null. Nehmen. Null. Null. Ich darf würde sagen. Googeln? Nein, das ist ich unfair. Weiß, welche ich nehmen würde. Ich weiß. Also, ich würde sagen, Amboss, das klingt irgendwie nach irgendwie sowas, so ein Eldorado, klingt irgendwie nach so einem Cowboy-Film oder sowas. Ich würde sagen, Amboss, weil. Wir Johnny, wissen alle, was das ist aus Ricky, oder? Oh nein, ich weiß nicht, was ja, das Mann. Ist. Ja, Mann, wir haben ein gutes Gefühl. Oder ist das ein Getränk? heute Abend noch einen leckeren Eldorado reinziehen, ey. Ja, ja, stimmt. Gehen, ne? Oh, stimmt. Man kennt's ja, das Rum ist Desperados. Und ein bisschen Cola. Alter, ein 1 Eldorado. Boah, der klingt ach, gut. Ja, schön, das war nicht gut. Naja. Ist das vielleicht ein Auto? Sagen wir. Ah, jetzt ich weiß er doch, dass es ein Auto ist. Ich Scheiße. Auch gerade. War ein schöner Versuch. Ich weiß El nicht, Camino. Was das ist. Ey, das ist halt, wenn man es jetzt sagen würde, dann nein, würde man nicht halt... Nein, 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 das darf man nicht googeln, oder? Nein, nein. Klang so. Halt, wenn es jemand beschreiben würde, würde direkt ein Begriff fallen. Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Also ein Wort ist super einfach. Einer Minimum. Das ist eine Sache, die man damit verbindet. Eins ist super einfach und das andere, würde ich sagen, ist eigentlich auch... Mauritius? Ich kann schon mal zwei für mich ausschließen, das ist gut. Ja, stimmt schon, ne? Ich bin immer noch bei Amboss. Ja, Amboss ist auch kein schlechter Tipp, Rigi. Sag dir, wie es ist. Einfach mal ein richtig guter Tipp. Ich hab keine Ahnung. Ja, dann nimm irgendwas. Ich nehm Gold. Oho. Und, Wie? Wo kam das jetzt her? Und er hat uns doch verarscht. Oh mein der Gott! Er hat uns die ganze Zeit verarscht. Er hat gegoogelt. Nee, ich hab wirklich nicht gegoogelt. Ich schwöre, ich hab nicht. Ihr habt das gesehen. Wie? Okay, worauf schwörst das du gerade? Das kann ja kein dass Zufall jetzt sein. Weiß. Waren das wirklich die beiden gemeint? Wieso? Ja, klar. Also denk ich mal. Also die hätte ich auch geraten. Das war absolutes Glück. Versprechen. Hier doch. Ich kann sogar mein Bild reinmachen. Hier sieht man, ich habe einfach YouTube noch offen nebenbei. So, das ist alles. Ich habe nicht gegoogelt. Ich habe nicht gegoogelt. Das wusste ich nicht. Aber was ist dann passiert? Ich hatte einfach eine Eingebung. Eine göttliche Eingebung. Was ist denn Eldorado? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Jetzt schreibt Folie rein. Eldorado ist die Stadt aus Gold. Eldorado ist die Stadt aus Gold in Südamerika, welche eine Legende ist. Eldorado ist in Uncharted 1 die Stadt, die man sucht. Ah.
Die Stadt aus Gold. Wieder Lüge des Patzen. Nein, ich hab wirklich nicht. Ich habe nicht. Alle googeln. Ich wittere die Lüge des Parts, aber absolut, ey. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das so passiert, ist sehr gering. Aber ich schwöre, ich schwöre. Wie wär's mit Gold und Amazona? So ganz schnell. Vor allen Dingen, weil er vorher bei Mauritius und Amboss war. Warum nimmt er nicht den Amboss? Ja, weil ihr einfach oder war. Amboss habe ich nicht genommen. Gelandet haben. Pass auf, Amboss habe ich nicht genommen, weil Wollus so sagte, ja, also Amboss würde ich auch. Zeig Suchverlauf. Okay. Und guck, was da drin steht. Codenames. Kurz löschen. Ich würde meinen nicht zeigen. Das hier. Codenames, wo Seele habe ich gegoogelt, wie man das schreibt. Das habe ich aber gesagt. Mare Paduichi, ja. Chantibuchi, Valuichi, 3x3 Meter, wie viel Quadratmeter, Sonic Adventure, Asus TUF Gaming, Air Radio und OC. Hier. Holy shit, was war denn das gerade für ein fucking Zufall? Ich habe es. Na gut. Seht ihr das? Ich habe nicht gegoogelt. Ich meine, es ist machbar. Es ist nur. Es war fast ausgeschlossen, statistisch. Ich hab wirklich nicht gegoogelt. Ich dachte mir, so schwer kann es eigentlich gar nicht sein, Google der wieder. Anfang, ne? Aber ich bin gerade ein bisschen ratlos. Zeig mal Handy. Leider. Handy ist hier hinten. Okay, Wollo, kriegt das hin. Jonas kannst du jetzt auch nicht mehr auswählen. Der ist ja schon weg. Das ist wirklich, also was da gerade passiert ist, kann ich nicht fassen. Alter, mach schwer, Wollo, ist kein Problem, Wollo, mach so schwer, geil. Digga, ich kann das. Wollo hatte so einen geilen Vorsprung, ne, mit gib's den zwei mir. Wörtern da, die er wusste, dass er die nicht wählen muss und ja, dann ist alles genau, anders gekommen. Ja, genau, und Vicky hat null und... So ein Scheiß. Morgen hat mir einfach jetzt vielleicht noch versehentlich einen von uns genommen. Ja, okay, warte. Nein. Muss kurz überprüfen. Vor allem könnt ihr sehen, ob ich google oder nicht. Ich habe ja meine Maus hier im Bild, ihr Helden. Ist das eine Scheiße. Ich habe gerade für meinen nächsten Begriff überlegt und dann dachte ich mir, oh ja, das, also, aber das ist mir auffallen, das wird wahrscheinlich wieder eine Eldorado-Situation, wenn ich das nehme. Schachrätsel. Ich hätte mehr gemacht, wenn ich könnte. Zwei. Schachrätsel. Die Dame würde ich mir denken. Und tatsächlich die Lösung. So eine Rätsellösung. Aber warte mal, Wollo. Also Dame ja, ist safe, die nehme ich. Du brauchst ja zum Spielen, brauchst du ja Daumen. Oder das Board. Das ist ja ein Schachboard. Ja, aber also die Daumen sind, also nee. So wird Johnny nicht gedacht. Aber haben. Hat Mauritius nicht auch Schach gespielt? Mauritius war ein Maurer, Junge. Der hat doch kein Schach gespielt. Ich hab ein ganz berühmter Maurer. Der hat den Hamburger Dom zusammengemauert. Was? Das weiß jeder. Nee. Können wir mal bitte aufhören, mich hier so schlau zu sein, alle? Ich denke, es ist die Lösung auf Schachrätsel. Ich sag's einfach. So, bam, da ist sie. Boom. Ja, und gleichzeitig noch Comedy Gold für mich rausgespielt, Alter. Der Mann, der hat's doch drauf. Es tut mir leid, ich kann doch auch nichts dafür, dass ich dumm bin, Alter. Nein, das... Das macht's immer besser. Bruch. Boah, der Bruch. Alter, der Bruch über mein geht Leben. Los hier. Der Bruch boah, haben wir leider nicht. Ne, ihr habt ja gerade gesagt, Moritz hat Mauern gebaut, ne? Richtig. Ein Armbruch. Ich fühle mich schlecht. Und den Daumen brechen? Meinst du? Auf jeden Fall ist immer safe, würde ich sagen. Bruch. Warte mal ganz kurz. Vielleicht Brüssel? Ich denke, es ist das Board. Wegen Bru? Brüssel? Board? Regen? Wetterumbruch? Gips? Gips! Natürlich der Gips. Ich wollte gerade sagen, oh, natürlich der Gips. Oh, ja, okay, Dankeschön. Ja, das war... Das hat kurz was gedauert. Bei Bru wie Brüssel war ich schon ein bisschen beunruhigt, was du da gerade denkst. Profi-Brüssel. Ich mach jetzt mal so ähnliche Sachen, schreibe ich einfach hin. Mann. Genau. Verbinde einfach alle sechs direkt, Johnny. Mhm. Das passt. Das krieg ich hin. Aber ich fand das mit Mauritius. Ich krieg schon ein Wort raus, das mich gestört hat. Easy. Easy. Das muss ja irgendwie hier so, oder? Ja, warte mal. Aber jetzt weiß ich ja, Mauritius hat was mit Mauern zu tun. Das heißt, schreibt Mauer und ich weiß, das ist Mauritius. Könnte ich das denn hier nennen? Ricky, vielleicht ist das nicht ganz, was es bedeutet. Ist mir egal, aber jetzt ist okay.
Jetzt werde ich, aber für uns beide wissen wir, wenn du Mauer schreibst. Machst du einfach Jobs rein. Dann hast du Schneider, Amboss und Mauritius alles direkt verbunden. Das ist easy. Okay, wenn du gleich Jobs schreibst, sind das die drei. Amboss, Schneider und Mauritius. Pau ich so rein. Ich kann nicht. Ich weiß noch nicht, wer der ist, Mann! Ich weiß! Das ist so schön. Junge, der hat Over the Rainbow gesungen, Ricky. Jetzt sag ich's, jetzt gebe ich die Wahrheit. Ja, das ist Mauritius. Egal. John Mauritius. Für mich, oh Gott. Ist ja trotzdem ein Job. Ist das so? Ja, yeah, Sänger. Ne? Ist ich Arbeit. Ich will das nicht googeln, ich google das nicht. Ich bin fair. Du würdest ein blaues Wunder erleben, Ricky. Ich hoffe, dass wir ein blaues Wunder erleben. Einfach mal den Daumen, traue ich mich mal. Stark. Fingerhut. Ja, also ich, also mein Gedanke wäre jetzt das Monopoly-Brett. Nee, da benutzt man einen Fingerhut. Oh, ja. Das aber, das Einzige. Aber jetzt überleg ich mal, wofür ist denn der Fingerhut grundsätzlich also mal gedacht? Das weißt du nämlich eigentlich gar nicht. Aber ich denke gerade so, ob so ein Schneider vielleicht so einen Fingerhut benutzt hat, um sich nicht in die Finger zu stechen. Wofür ist ein Fingerhut eigentlich? Weiß das jemand? Also ein Block wird immer eingetragen, damit er wieder aufwacht, wenn er eingeschlafen ist. Also ich weiß es. Tja, ich sag euch, wie es ist. Ist es das Board oder der Schneider? Nee, ich sag, das ist der Wind, weil es können ja auch zwei Wörter einfach so getrennt sein. Das würde sein, einmal Finger und einmal Hut. Und wo fliegt der Hut weg? Beim Wind. Case closed. Flawless. Ja, gut, ja aber das klingt... Mauritius ist auch dafür bekannt, dass er früher einen Hut getragen hat. Mann, ey! Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Hat der? Hat der wirklich? Ja, klar. Boah, ich glaube, Finger. Ich assume einfach, dass das Fingerhüte dafür gedacht sind, wofür ich jetzt denke. Damit man sich nicht in den Finger sticht. Und deswegen sage ich Schneider. So ist es! Ich glaube, das ist so. Was? Ich weiß es nicht. Aber okay. Ich meine, das ist richtig. Ich wollte zuerst schon sagen, ich sehe die Begriffe, ich weiß nicht, was Johnny meint. Und dann hast du es mit dem Fingerhut gesagt. Ich dachte mir, ja, natürlich. Oh, ja. Natürlich. Und dann hat er das mit dem Fingerhut gesagt, finde ich gut. Das war ja das Wort. Ja, rum? Ja, und der leckere Mauritius-Schnaps. Deswegen bin ich sehr froh, dass ihr die Lösung schon rausgenommen habt. Einhorn? Ne, es gibt Einhornschnaps. Anders wird mir. Scholle gibt es Rübenschnaps. Also, jedenfalls schon mal rum. So. Regen, ja. Rübe, Einhorn, Mauritius, Grund, Wagen, Alien, Amboss, Scholle, Brüssel, Hecht, Joker, Bord, Wind, Peter. Einhornschnaps macht wirklich das einzige Sinn. Easy. Was zum Fick ist Einhornschnaps? Hab ich auch noch nie gehört. Es gibt Einhornschnaps. Wo denn? Hier. Auf Mauritius vielleicht. Einhornschnaps. Wo kennt ihr das nicht? Leute im Chat kennen die Einhornschnaps. Hier. Wir haben sogar ein Bild drin. Hier. Guck. Einhornschnaps. Das Ding ist halt, selbst wenn es den gibt, und den gibt es ja scheinbar, ich wäre mir hundertprozentig sicher gewesen, dass Moggy den nicht doch kennt. Nie gehört. Nur das hätte ich auch ausgeschlossen. Ja, aber was ist denn Schnaps, Alien? Kann ja gar nicht. Rübenschnaps? Schnaps. Weiß man nicht. Gibt's? Vielleicht ist ja der gute Mauritius-Schnaps auch. Gibt es Mauritius-Schnaps? Ich weiß nicht, ob der auch einen Schnaps rauskommt. Das war nicht so die Zeit. Heutzutage würde ich ja sagen, Knossi und so haben alle Schnaps. Aber Mauritius, der hat, glaube ich, selber jetzt nicht. Da war das noch nicht so. Leute wissen nicht vom Einhornschnaps. Nee, das schmeckt das schon. Bisschen enttäuschend. Wer hat jetzt auf das Bild in der Discord-Gruppe geschrieben, lass dir schmecken, Ricky. Ach ja. Schneesturm. Ich bin dran, ne? Wollus dran. Ja, dann nehmen wir mal den Wind. Das ist ja klar. Und da es um Schnee geht, die Scholle. Oh! Nice. Oh, Alter, okay. Kann einem so ein Stein von Herzen fallen. Eins noch. Moggy, wenn du das schaffst. Die müssen vier, jetzt, das schaffen die nicht. Die müssen vier, ja, das sollte. Moggy, du müsstest halt einfach. Da sind viele Wege dran vorbei. Du musst halt einfach mal gute Worte machen, Moggy. Oh, so gut, Wollo, so gut!
Du machst das so gut. Ich finde das richtig stark, wie du das machst. Ich wollte zuerst Blizzard schreiben, hatte ich Angst, dass, weißt du, dass das irgendwie verwirrend ist. Das Problem ist, ich habe ein gutes Wort, um die vier zusammenzubringen. Nee, das wäre auch gut. Ja, dann mach. Ich mach all in. Ich kenne das bestimmt. Aber, ja, wir müssen all in machen, Ricky. Wir haben keine andere Wahl. Ja, dann los. Mach das Wort rein. Lass mich kurz noch überlegen. Da gibt es eins, das mir dabei ein bisschen reingrätscht. Das gefällt mir nicht. Ja, das nehme ich nicht. Tja, das dachte ich auch damals bei Gefährlich. Ich würde nie Einhorn bei Schnaps nehmen. Was, ja, gefährlich war ja aber auch klar, dass das Hitze ist oder wie Dieb oder so. Ja, ich habe Hitze auch nicht gesehen, muss ich zugeben. Das ja, genau, das habe ich mir schon gedacht. Aber dein Wort war gut. Gesehen. Aber sonst hätte ich auch Hitze, sonst hätte ich auch 5 genommen. Genau. Oder so ich glaube, Hitze war auch nicht, war gar nicht mein Wort. Okay, also von der Ernte ja, brauchst so du Regen. So meine ich das nämlich. Du brauchst eine Rübe, die machst du einmal im Jahr und... Ah, die gewinnen noch. Und du erntest natürlich auf Mauritius, wo also sonst? Erstmal Regen für Ernte. Nicht für Ernte? Ja, das war das eine Wort, das Risiko war. Ah, scheiße. Das erste. Wollen wir denen noch eine Runde geben? Nee, mach ruhig. Zieh durch. Okay, dann werden wir uns anschauen. Rübe, ja, Pedal und Wagen wahrscheinlich, ne? Warte, ja, fuck. Hallo, ich muss hier noch was raten. Oh, Stadt ist jetzt schwierig. Musst du oder Mauritius? Mauritius. Was ist? Ich gucke jetzt Mauritius. Alter, Mauritius ist auch noch das schwarze Wort. Ich raste. Ja, auf. Ja, das hat's doch ein bisschen krass, lustiger gemacht. Alter, holy shit. Also, ja, Ricky, ich mein, bitte google. Ich denke bei Ernte, ja, Rübe, Pedal kommt hin, weil Pedal der Tag. Ich fand das gut vielleicht. Mit der Ernte. Okay, ja, gut, Pedal vielleicht schwierig. Weil Ernte ne? Aus dem Grund. Ja, das Pedal okay. Fand ich schwachsinnig, aber ja, Rübe und Grund finde ich. Dann ist ein Land in Ostafrika. Oh, lol. Oh mein Gott, das war so super, dass das einfach die ganze Zeit so eine Person war in deinem Kopf. Ja, war es wirklich. Der gute Mauritius. Wer weiß? Weil klar, es ist ein Name, I guess. Ach, Mann, jetzt fühle ich mich so dumm. Ja, ist gut. Das ist gut. Das ist okay, das pass auf. Ich meine, du hast Mauritius nicht ausgewiesen, war unglücklich, dass... Ja, mach mal ich habe nicht, oder? Ich hab nicht aufgepasst, dass Mogi gerade alles liest. Okay, okay, letzte Runde. Ah, okay, letzte wenn ich Runde. Was draufdrücke, da pausiert manchmal meine Aufnahme. Und deswegen habe ich es uns nicht gerafft. Okay, alles klar. Ich fange an. Mogi. Fred vom Jupiter, Fred vom Jupiter. Boah, oh ja, schwer hier. Ja, denk schon mal am besten Schwank aus Volusion. Ja, ich überlege schon, aber ja, ich hatte was Gutes, aber es geht nicht. Oh, Ada, bisschen Resident Evil. Für die Resident Evil 4 Fans haben wir auch was. Was soll Ada hier überhaupt gerade? Können wir darüber reden? Ja, die Ada ist gemein. Ja, Ada ist endlich, Ada eben, also finde ich komisch. Weißt du, was das ist? Ja, ich weiß es. Fluggesellschaft oder was auch immer. Nein. Reisezeug oder was? Das ist, ja, das ist ein Kreuzfahrtschiff. Genau. Ja. Nah dran. Ja, irgendwas in der Richtung. Finde ich komisch, dass es hier ich dabei ist. Ich finde es sehr gut, wenn man das nicht weiß. Ja, ja. Dass das so ein Markending ist oder nicht? Ist es. Ja, das ist komisch. Ja, die haben auch so Reality-Shows, so beinahe AIDA oder wie das heißt. Nee, Traumschiff AIDA oder so heißt das. Pass auf, Melf hat die Discord-Gruppe in Mauritius-Gruppe umbenannt. Und er hat das Bild. Ah, das war was war das Lied? Der Over the Rainbow gesungen. Ja, die Follow weiter. Ach Mann, das ist wild. Fühl mich so dumm. Okay, Moggy. Das ist der gute Moritz. Ein Tier. Scheiße. Eine Ratte ist ein Tier? Ich glaub. Oh mein Gott, Rat. Glaube ich, Borkenkäfer wahrscheinlich. Stall? Tiere sind im Stall? Ich dachte ja bei Fessel, dass da Esel steht. Oh ja. Storch ist. Gott sei Dank, lieber oder? Gott sei Dank. Oh Gott nein, sei der Dank. Storch habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Hier gerade. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Ich hab den nicht gesehen. Ich schwöre, den hab ich gar nicht gesehen. Ja, ja, wenn du den gesehen hättest, wär's ja noch schlimmer. Okay, die neue Runde durchschlückt, ne? Nee, das war der Part. Ach, Mann. So, Wolle, jetzt musst du dir gar keine Gedanken mehr machen. Den hab ich nicht gesehen. Jetzt kriegst du neue Wörter zugewürfelt. Oh, ja. Die waren aber auch fürchterlich. Echt? Perfekt. Fürchterlich. Vor allem Storch war das eine Wort, bei dem ich mir sicher war, dass das eindeutigste Tier, was da stand. Tier passt. Ja, also Tier
beim schwarzen Wort Storch ist wundervoll, wirklich. Da gibt's, es gibt keine zweite Bedeutung für Storch oder so. Ja, bei Bock und sowas dachte, oder Stall, ja, dachte ich mir, ja, weiß nicht. Selbst Käfer könnte man so sagen, vielleicht. Ja, genau, genau. Nicht. Käfer war ich auch unsicher, aber ich habe den Storch gesehen, ich wusste, das ist zu 100% ein Tier. Ich dachte noch die ganze Zeit, oh mein Gott, Mocky sieht Storch gar nicht. Der arme Ricky. Und in Wirklichkeit. Hab ich nicht gesehen. Ach, wie rot. Scheiße, ich guck immer für blau. Ich guck immer für blau. Ja, ich hab das auch letzte Runde falsch gemacht. Oh. Ja, komm. Was ein Anfang. Jetzt. Sekretär? Das mit dem Storch will Ricky nicht nochmal passieren. Plan ist aus Papier. Pappe ist Papier? Ist Papier. Heft ist aus Papier. Oh, es werden mehr als vier, oder? Ach du Scheiße, es ist eine Menge Papier. So, wir nehmen den Sekretär weg. Wir fangen erstmal mit der Pappe an. Das ist sicheres Papier. Zeitung? Hat Ricky gar nicht gesehen. Papier. War ein rotes Wort. Heft ist aus Papier. Oh mein Gott, was ein Start. Scheiße. Plan ist aus Papier. No fucking Bruder. Willst du noch den Sekretär hinterher schicken jetzt, oder? Nee, brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Die Sache ist halt, ihr seid gleich, auch wenn ihr drei Stück schafft. Oh mein Gott. Schafft. Ja, aber, ja, genau. Ja. Los, Wollo, mach mal drei Stück. Ist nicht unmöglich in der ersten Runde. Ja, aber es ist krank, was das für ein guter Anfang war. Ja, das war Papier, das war ein einfaches Wort mit einer großen Wirkung. Ja, als ob alle Wörter, die aus Papier sind, auch wirklich blau sind und es keinen Decoy gibt, der irgendwie... Ach, ich guck schon wieder für blau! Nee. Junge, ich kann nicht, ich immer wieder lande ich bei blau. Sollen wir schauen, ob es einen Farbenblindheitsmodus gibt für dich? Nee, ich find's auch verlockend. Man denkt irgendwie, die Rot muss man meiden. Nee, Rot ist immer Spieler 1. Willst du eigentlich schon, ne? Ja. Wollo, warst du eigentlich immer Spieler 1? Du hast ja einen Bruder. Ja, ich war immer Spieler 1, das ist ja der jüngere Bruder. Ja, okay. Also, komm, was ist das für eine Frage? Ich war mir nicht sicher, ist dann ja klar, ne? Nee, wenn man den jüngeren Bruder ist, natürlich Spieler 1. Muss. Hast du auch manchmal den Controller nicht eingesteckt und behauptet, er würde mitspielen? Nein. Bei so einem Singleplayer-Spiel einfach... Also, nein, du hast was. Also ich weiß nicht, ob jemand... Das kann ich so gar nicht machen, aber ich auch mir, das wurde mir angetan. Und du hast das geglaubt? Oh. Ich war so drei oder so. Ja gut, 3 Jahre. Ja, ja, da hätte ich auch nicht mithelfen. Nee, es wurde mir, glaube ich, so erzählt, dass meine Schwester das gemacht hat. Ja gut, mit 3 Jahren, das ist ja was. Ich habe aber Erinnerungen an 3 Jahre, aber halt so die ersten. Ja, ich möchte übrigens anmerken. Das sind so typische Erinnerungen, die man später so fabriziert. Die letzte Chatnachricht war, erlöst doch mal den armen Moggy. Nee, der arme Moggy, da muss nicht erlöst werden. Jetzt gerade ist er wirklich. Ich schwitze. War ein Höhenflug. Das war mega geil, das räumt hier nämlich auf. Das war schon geil gerade. Es ist zu schwer, es geht nicht. Ich kann nichts verbinden, ohne dass auch 7000 andere Sachen. Ich hätte sind. Schon 2 verbunden für dich. Ja, ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Bist du jetzt Sanitäter oder was? Tatü. Ich bin auch tatsächlich Arzt im RP, ja. Ich war jetzt tatsächlich. Was machst du als Arzt? Ich war fieserweise gerade beeindruckt, dass er wusste, was ein Sanitäter ist nach Eldorado und Mauritius. Es tut mir leid, es ist. Das war meine ehrliche Reaktion gerade. Das ist doch nicht gut. Ich muss sagen, Mauritius ist, finde ich okay, ehrlich gesagt, dass du es nicht wusstest. Ich versuch's jetzt. Dass einem Eldorado noch nie begegnet ist, kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich. Eldorado fand ich komisch. Mhm. Aber zum Beispiel Aida weiß man eigentlich. Ich muss mich ja am Ende nicht dafür rechtfertigen, ne? Oder? Hab ich Angst. Vor Ricky und mir auf jeden Fall nicht. Twitch! Falls ihr das tut mir leid. Oh, keine Ahnung. Front. Ja. Okay. Mal gucken. Oh, ich okay, wüsste, also, wüsste, ich dass auch ich drei, ja. Direkt die goldene Finger ist ein deutsches Wort, Sekretär, Achse. ich hätte die 3 instant. Also ich sehe Achse ja auch noch. Oh, stark. Das ist Ostsee ja wie damals 1939. Der Polo kommt aus Deutschland? Krieg hat mit Deutschland zu tun, einfach als, der VW Polo. Als Begriff, denke ich mal. Der VW Polo. Und der ist aus Deutschland? VW, Volkswagen. Ja, gut, Volkswagen, ja, das ergibt Sinn. Boah, hör auf damit, ich consider das gerade. Watt, gibt's am Meer? Das stimmt. Aber dann hätte Wollo auch anders verbinden können. So, guck mal, das ist immer mein Approach, den viele, glaube ich, auch nicht verstehen, wenn ich dann so gegen anargumentiere. Ich sage immer, wenn dann die 3 Wörter, die man als Team wählen möchte, schon so in der Auswahl stehen, dann denke ich mir so, aber die könnte man doch leichter zusammenfassen. Watt, Ostsee und Krieg.
Ja, da kannst du doch, da kannst das ist auch die absolut richtige Herangehensweise. Ja. So schlau wie dieses Spiel. Damit hat man schon so einige. Das wurde aber oft so ausgelegt, als ob ich gesagt hätte: Hä, ich sehe den Zusammenhang aber gar nicht zwischen Ostsee und Deutschland. So, das meine ich nicht. Ich meine nur, dass man die Begriffe im Endeffekt leichter verbinden könnte. Johnny, ich kann das gar nicht sagen als Geheimdienstchef. Ja, wusste ich, aber ich war gestern. Tut mir leid. Tut mir leid. Was hat er denn gesagt? Na, generell was dazu gesagt, so mit dem gesprochen. Ja, okay. Darf nicht mich auf die falsche Fährte geführt. Das darf nur das ist ja so gewohnt. Morgi, fang doch mal von vorne an, was ich gerade gesagt habe. Ich habe nicht zugehört. Ach, das macht Bolo auch ständig, macht mich so sauer damit, ne? Ja, man fadet halt mal aus zwischendurch. Ich habe Sonic Adventure ein paar Folgen geschaut. Wenn Ricky dann zum dritten Mal anfängt, über seinen Anhänger zu erzählen, also... Ja, wie willst du denn auch dabei bleiben, ne? Das geht gar nicht. Das Gefühl, die Ostsee ist das Einzige, was wirklich innerhalb Deutschlands so als einziges existiert. Alles andere gibt's ja überall. So, die Ostsee ist das einzig geografisch Spezifische. Okay. Aber die beiden anderen Wörter könnten so viele Assoziationen von Wollo sein, aber er meint ja auch, das ist schwer und er traut sich was. Also muss ich mich auch was trauen. Also ich weiß, in welche Richtung es geht, wenn er sagt, er traut sich was. Ich trau mich Krieg. Zu viel Hinweis. Wieso? Wollo hat ja nichts gesagt, es war ja nur Ricky. Genau, ich kann ja die Wörter ausschließen, die Ricky sagt. Ich denke mal nicht, dass er jetzt Watt gesagt hätte dann. Sehr gut. Ach, das war die ganze Watt, ach ja. Watt ist aber auch so eine Sache, ich weiß nicht, ob ich es sehr zuordnen könnte. Ich weiß nicht, was Watt wirklich ist. In Deutschland wurde mal berühmterweise Stahl hergestellt. Also wenn wir von Strom reden... Ja, verstehe ich. Aber ansonsten... Ich habe halt echt Angst vor dem schwarzen Wort jetzt, weil ich leider finde ich nichts mehr. Ich wüsste auch, was meine dritte Wahl ist. Okay, warte, was geht mir hier? Finger, ja, Sekretär vielleicht? Achse, Handlung, Denk Gabe, Watt, Fach, gesagt hat, Johnny. Stimme. Ich darf da nicht dran denken, was er gesagt hat. Nee, was Wollo gesagt hat. Ja, darf ich eigentlich nicht. Er wagt was. Ja, er wagt was. Ich meine, das meinte ich ja mit. Warum darf er nicht gesagt, sein, dass er was wagt? Naja, wenn ich es jetzt als Hinweis nutzt. Ich darf ja nur mit Deutschland arbeiten. Dass er sich nicht rechtfertigen muss. Also der VW Polo ist es dann auf jeden Fall auch nicht, weil Ricky das gesagt hat. Ich hab Angst, dass das mit Stahl kompletter Schwachsinn ist und nur ich gerade diesen kaputten Gedanken habe und dann ist es irgendwie die schwarze Karte oder so. Ich kann sagen, der Stahl war das erste, woran ich gedacht habe. Na, danke. Nehme ich das doch. Wegen Carsten. Geil, ne? Eine zweite Meinung. Ja, wegen Carsten. Wegen den guten Carsten. Easy, Wollo. Nice. Sehr geil. Jetzt haben wir noch eine Chance. Ja, Ostseekrieg und Stahl. Deutschland, das ist wirklich... Ja, ich darf ja... Wo meinst du, hat nur die Achse noch gefehlt. Wo bist du als Afrikant, ne? Für die Ostseekrieg und Stahl. Ostseekrieg und Pferde. Karsten Stahl. Guck, in dem Fall sehe ich es. Die drei Wörter zu verbinden, da fällt mir auch nicht so viel mehr ein als Deutschland. Ja. Du bist daneben. Ja, irgendwie höchstens noch ein und dann... Küsten... Bunker. Ah. Was passt noch zu Pferd? Oh, das Schimmel fand ich gut. Fick dich doch, Ricky. Was? Oh mein Gott! Was sagtest du, was er meint? Daran hab ich wegen Lasagne, wegen Pferde, wegen... Oh, oh mein Gott, nein! Ach so! Daran hab ich gar nicht gedacht! Ich dachte mir, Ricky... Daran hab ich gar nicht gedacht! Das hat man gehört, du so, fick dich, Ricky, und nimm das falsch. Das wäre voll schlau gewesen. Aber komm, die anderen Wörter, Johnny, wenn du siehst, ist jetzt nicht wirklich, schreit jetzt nicht nichts nach Pferd, meintest oder? Meintest du, dass da Pferdefleisch im Auflauf ist, oder was? Ja, klar. Ja, gab es so einen Skandal, okay. So. Ja, ich weiß. Den merken Leute immer an, wenn man Lasagne erwähnt. Ja. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Oder wenn man Pferde erwähnt. Das ist jetzt die Frage, ist Lasagne da ein Auflauf? Klar. Ja. Sie muss sagen, natürlich ist Lasagne ein Auflauf. Was ist das sonst? Ich hab nichts dagegen gesagt. Ich war nur einen Denkanstoß am Geben gerade. Es gibt bestimmt Leute, die widersprechen würden.
ich fühle mich nicht zu schlecht mit, Ich glaube, Auflauf bedeutet Käse Auflauf. Überbacken, oder war es Gratin? Nee, ich habe mal irgendwann den Unterschied zwischen Auflauf und Gratin gesehen. Das war schon schlau, daran habe ich gar nicht gedacht. Hab's vergessen. Johnny, wenn du es dir anschaust, wüsstest du, was er sonst mit, Pferd meint? Mit Pferd? Ja. Mein Leine vielleicht? Ja, das dachte ich jetzt auch gerade. Oh, ich versuch's alles andere ist dann schon nicht wird so weit hergeholt. Schimmel an der Leine ist ein Pferd. Aber da können wir auch Reitstunde machen. Also dann weiß man eher. Lissler sagt ja ein Musical, wenn man bei der Zubereitung singt. Ich mag solche Wörter. Oh, ne? Haben wir der Zeppelin ist dann nämlich hier? Da am Start, damit lernt man zu fliegen. Oh, Zeppelin wäre auch ein deutsches Wort gewesen. Ja, das dachte ich nämlich auch. Aber ich bin mir nicht mal sicher. Ist es nicht sogar, ist es vielleicht Niederlande oder so? Keine Ahnung, wir waren aber für bekannt. Naja, gut, Tropical Island Hindenburg ist ja im. Ist Hindenburg deutsch? Ja. Weiß ich nämlich gar nicht. Ja, die das Hamburg frage ich mich auch okay. gerade. Ich glaube okay. auch, dass es könnte deutsch gewesen sein. Ne? Gut, aber dass Wollo das nicht wusste und ich, weil dann konnten wir es nicht aber darum geht es ja auch, weil Zeppelin wird es wahrscheinlich sein, Johnny, weil er ne, denkt an Tropical Island. Ist ja auch in Deutschland, das ist eine Zeppelin-Halle, ne? Und das ist eine Zeppelin-Halle? So nennt sich das? Das ist eine Zeppelin-Halle. Das wusste ich auch nicht. Ja, dann nehme ich doch mal bei Schule, weil es ist ja nicht einfach nur Fliegen und Shit, sondern das hat ja noch was mit einem Fach zu tun, oder? Sekretär ja. könnte da irgendwie am Start sein, aber Gericht, Polo, also ja, ich wenn war, ich jetzt ich Zeppelin und Fach kurz bevor mit hast. Flugschule zusammenfüge, fände ich das sehr smart und ich finde, Wollo ist manchmal smart. Manchmal. Manchmal auch nicht. Nee. Ja. Wir alle. Oft nicht. Also, verkauf dich nicht unter Wert. Na, ah, das könnte du bist street smart, Mollo. Und wie? Das stimmt. Der Pferdeauflauf wurde unter Wert verkauft. Er hat das Straßenabi. Ja. Der wäre gut gewesen. Ich lese gerade übrigens, Zeppelin wurde in Deutschland erfunden. Ja. Beide rot. Oh. Schönes Ding. Nice. Okay, der nächste ist ein bisschen tricky jetzt. Oh Gott. Ja. Ja. Mollo und ich, wir komm schon, Maggie. Wir roasten hier gerade durch. Zwei. Bei dem Anfang von Ricky immer muss man sagen, von Wollo. Von Ricky und Moggy. Da müssen wir uns ja, aber echt dranhalten. Ne? Scheiße. War ey. Nicht leicht. Das ist. Ja. Direkt Polizei bei Gewalt. Das Gericht ist eine Gewalt. Ja. Weißt du, was kann sonst noch. Das ist wirklich schwer. Watte ist schmerzhaft. Gewalt. Nee, komm mal. Ja, mit Watte abwerfen. Oh. Ich hätte hier den Approach wieder gewählt, Mogi, mit Polizei und Gericht zusammenzufassen. Da gibt's was Besseres als Gewalt, oder? Justiz hätte ich geschrieben. Zum Beispiel. Oder, ja, oder ja, Gesetze stimmt, oder stimmt. So. Aber bei Gesetz und so hättest du auch schnell den Sekretär noch mit drin. Ja, das stimmt. Vielleicht ist ja mit Gewalt, Polizei und Sekretär gemeint. Die haben sich geprügelt. Handgelenk, boah, das ist ja stark. Jetzt muss ich nur doch drauf kommen, was das heißt. Da ist ein Finger an der Hand. Und ein Gelenk. Ey, wie dreist, dass wir auch Watt und Watte haben. Oh ja. Eins davon ist bestimmt das schwarze Wort. Boah, ich hab jetzt ein bisschen Angst davor gerade. Achse, weil Gelenk und Achse irgendwie so connected sein könnte. Die Fingerachse, die ist das Handgelenk. Nee. Ja, vielleicht. Weil Säule, Blech, Watte, Leine, Polo. Ich muss aber kurz drüber nachdenken, ob es nicht doch was gibt, was mir gerade komplett entfällt, aber. Es gibt noch das Daumengetriebe. Nirgendwo steht mal, eins davon. Ah, Finger muss ich schon mal nehmen, denke ich. Hoffe ich. Okay. Okay, geil. Handgelenk. So eine Säule. Sehe ich da glaube, nicht. Ich glaube, ich habe zu schnell eingeklinkt. Blech mit Hand. Aus dem Handgelenk so ein bisschen Polo spielen. Aus dem Handgelenk ein bisschen Solitär spielen. Man kann sich einiges aus dem Handgelenk schütteln. Scheiße, das stimmt halt wirklich mit der Leine. Aber das ist ja so weit hergeholt. Aber Axe ist vielleicht auch etwas, wo Wollo gar nicht dran gedacht hat.
Handlung. Da ist Hand drin. Das ist eine Verknüpfung aus unserem Organ, womit wir atmen und womit wir greifen. Gute Handlung. Ja, aber ein bisschen gebraucht, aber ja. Scheiße, Wollo. Handgelenk. Finger macht voll Sinn. Und jetzt brauche ich irgendeinen Gedankengang, den du hattest, muss ich jetzt auch haben. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben gewonnen! Du hattest genau den Gedankengang schon, Alter! Oh, genau, du musstest dich gerade so zusammenreißen, ich hab dich atmen. Und vor allen Dingen dachte ich dann bei Gelenk und Achse, das kann man ja irgendwie weit her, ja. Alle anderen Wörter passen eigentlich nicht dazu. Deswegen dachte boah, let's go. Ricky, was war mit Gewalt? Stark, Wollo! Let's go! Mit was war das zweite Wort bei Gewalt? Nice. Handlung, was eine Gewalthandlung ist. Eine Handlung. Gewalt ist eine Handlung. Ja, okay, ich verstehe. Ja, verstehst du? Und bei Pferd war es tatsächlich Leine. Schimmel an der Leine. Mhm. Schimmel an der Leine. Wie Schimmel an der Leine, was? Da hätte ich aber Reitstunde gut gefunden. Ja, Reitstunde? Nee, da hätte man Fach nehmen können für. Stimmt. Das war okay. Das Problem so. Es ist immer tricky. Ja, dann hab ich gedacht, okay. Wie findest du das Game, Volo? Geil. Findest du gut? Ja. Macht Spaß. Absolut. Gibt's auch als Tisch. Ich hatte wieder scheiß Angst davor. Ne? Falls Ricky und du dann doch mal Geburtstag feiern irgendwann zusammen. Ja, können wir das mal so. Tischspiel spielen. Und ich komme rum. Das sehe ich noch nicht. Was beide, keiner von euch kommt rum. Keiner auf diesem Korridor. Ich war schon mal da. Ja, nachdem ich dich gezwungen habe und wir eh auf der gleichen Messe waren. Ansonsten wärst du nicht rumgekommen. Gezwungen. Beim Video sage ich mal tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Ricky ist glücklicherweise auf den rumgekommen.